Wasser. Was ist das eigentlich? Wie hält man es sauber? Und wie kommt es in die Flasche? Darum geht es heute bei... Wusel, Wusel. Hallo bei Wuselgusel und die Weltentdecker. Heute haben wir ein ganz tolles Thema für euch. Und zwar geht es heute ums Wasser. Oh, aua. 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 Wusel, was ist passiert? Das piekst so. Oh, seit ich gestern im Meer schwimmen war, habe ich einen Plastikteil am Fuß und am Arm und am Bauch und am Knie und am anderen Knie und am Ohr und am Kinn und sogar am Hintern. Guck mal. Okay. Oh, Wusel, der Müll stinkt. Hm? Sag mal, hast du dich in der Zwischenzeit nicht mal gewaschen? Nee. Und zwar, um dagegen zu protestieren, dass so viel Müll ins Meer gelangt. Ich will die Menschen wachrütteln! Wusel, ich bin doch schon wach. Hm. Aber du hast recht. Forscher haben herausgefunden, dass man fast überall im Meer Müll findet. Hm. Und fast überall an mir. Aber ich werde das Problem lösen. Weltentdeckerin Toni soll mir helfen und alles über sauberes und dreckiges Wasser herausfinden. Sehr gut, Wusel. Aber zuerst sollten wir uns, glaube ich, mal um dein persönliches Müllproblem kümmern. Ach so, ja. Dafür kann ich den Gute-Laune-Mülleimer 3001 benutzen. Hm? Immer wenn man etwas hineinwirft, bekommt man gute Laune. Okay. Hm? Auf! Ah. Wow, Wusel, das ist toll. Yeah. Und macht sogar Spaß. Ja. Gleich nochmal. Ja. Ja. Ne, nicht meine Moderation. So. Ah. Moderationskarten. Hä? Oh, tut mir leid. Ich werde den Gute-Laune-Eimer einfach in den Rückgängig-Modus schalten. Oh, sag mal, Wusel, warum hält denn die schlechte Laune so lange an? Na, die verfliegt eben nicht so schnell wie gute Laune. Ja, am toll. Besten, du wirfst noch was weg. Ich baue in der Zwischenzeit meine Müllbeseitigungserfindung. Aua. Ja, mach doch. Mann. Aua. Ah, das piekt. Au. Auf. Weiter geht's mit Weltentdeckerin Toni. Die ist nämlich gerade in Berlin am Müggelsee. Hallo von der gut gelaunten Toni. Ja, ich bin hier nicht am Müggelsee, ich bin sogar auf dem Müggelsee. Denn während Wusel sich um das Meerwasser kümmert, schaue ich mir heute mal an, wie man sicherstellt, dass unsere Seen, Flüsse und das Trinkwasser sauber sind und sauber bleiben. Und dafür habe ich hier einen echten Experten, Professor Klors. Ich darf sogar Werner sagen. Hallo. Hallo. Was machen wir hier eigentlich gerade? Wo fahren wir eigentlich hin? Wir fahren hier auf unsere Messplattform, ja, wo wir jeden Tag eben Wasserproben ziehen, um eben hier festzustellen, welche Qualität das Wasser hat, ob es besser oder schlechter wird und auch schauen, welche Stoffe hier drin sind. Und wir schauen uns jetzt mal an, was Wasser eigentlich ist und wo es überhaupt herkommt. Wasser gibt es überall auf der Erde. In Meeren, Flüssen und Seen, als Eis, Wolken und in der Luft. Sogar wir Menschen bestehen zu einem Großteil aus Wasser. Wasser besteht aus unvorstellbar kleinen Teilchen, den Molekülen. Jedes Molekül setzt sich wiederum aus zwei Teilchen Wasserstoff und einem Teil Sauerstoff zusammen. Die chemische Bezeichnung lautet H2O. Ohne Wasser wäre kein Leben auf der Erde möglich. Und im Wasser hat das Leben auch angefangen, vor Milliarden Jahren. Als die Erde entstand, gab es mit großer Sicherheit noch kein Wasser. Wo es herkam, darüber sind sich die Forscher bis heute nicht ganz einig. Eine Idee ist, dass es aus dem Weltall auf die Erde gelangte. Zum Beispiel in Form großer Eisklumpen. Oder eingeschlossen in festen Himmelskörpern, Meteoriten genannt. Die schlugen auf der jungen Erde ein, brachten das Wasser mit und verwandelten sie in Milliarden Jahren in den blauen Planeten. Und ich erreichen die fest verankerte Messplattform auf dem Berliner Müggelsee. Sag
Sag mal, der Müggelsee ist ja schon sehr groß, aber kann man eigentlich sagen, wie viel Wasser es insgesamt auf der ganzen Welt gibt? Also die Vorstellung ist unglaublich. Also insofern kann man das eigentlich kaum sagen. Aber man sollte sich vorstellen, dass die Erde eigentlich zu mehr als 2/3 mit Wasser bedeckt ist, sodass wir also deutlich mehr Wasser als Land haben. Und dieses Wasser, das wir jetzt untersuchen, warum müssen wir das machen? Wir wollen hier schauen, wie sich im Laufe des Jahres auch die Wasserqualität ändert. Mhm. Und das hängt damit zusammen, was da für Stoffe eben dann auch im Wasser drin sind. Normalerweise werden die Proben automatisch entnommen. Ich mache das heute ausnahmsweise mit der Hand. So, einen guten Schluck habe ich hier. Prima. Aber sag mal, kann das ganze Wasser auf der Erde eigentlich irgendwann mal alle sein? Nein, alle wird es nicht sein, weil das ein Kreislauf ist. Und so funktioniert der Wasserkreislauf. Die Sonne erwärmt das Wasser in Seen und Meeren. Dadurch wird es zu Wasserdampf, steigt nach oben und bildet Wolken. Die ziehen weiter und das Wasser fällt als Regen an einem anderen Ort wieder zur Erde, fließt in Seen oder Meere und das Ganze geht von vorne los. Das heißt, die Menge bleibt gleich, ist nur an manchen Orten mehr und an anderen weniger. Richtig. Alles klar, dann untersuchen wir das jetzt mal. Gut. Mit meiner Wasserprobe geht's ins Labor. Und dort kommen ein paar Tropfen unter das Mikroskop. Oh, der Wupp. Hallo, Toni. Du willst doch gleich ein Mikroskop benutzen, nicht wahr? Ja, um mir Plankton anzuschauen. Ja, ja. Und ein Mikroskop vergrößert doch kleine Dinge, die ganz nah sind, richtig? Ja, warum bist denn du so aufgeregt? Ja, weil ich genau das Gegenteil erfunden habe. Ein Gerät, das große Dinge vergrößert, die ganz weit weg sind. Ja, Wusel, das gibt's doch schon. Das ist ein Fernglas. Hä? Echt? Na gut. Aber halt dich fest, wie wär's mit dem genauen Gegenteil davon? Ich erfinde ein Mikroskop. Ja, das gibt's doch auch schon. Weißt du was, Wusel? Am besten du ordnest mal ein bisschen deine Gedanken und wir sehen uns gleich wieder. Hallo. Wie viel Mal wird dieser Wassertropfen jetzt durch das Mikroskop vergrößert? 100-fach. 100-fach. Und dann sieht man das hier auf dem Bildschirm. Oh, da flitzt ja schon was. Was ist das? Das dürfte ein Protist sein. Was ist das? Das ist so ein Einzeller, ein kleines Lebewesen und da gibt es eigentlich eine ganze Menge davon in so einem Wassertropfen. Und das ist völlig okay, dass es da drin ist? Das ist gut, das ist ganz normal, weil in jedem Gewässer gibt es kleine Lebewesen und es wäre schlimm, wenn es die nicht gäbe, weil dann ist das Gewässer mit hoher Wahrscheinlichkeit vergiftet. Also wenn nichts drin ist, ist es vergiftet? Ja. Weil alles abstirbt, macht genau. Ja Sinn. Aber wenn ich jetzt baden gehe und da mal so einen Schluck Wasser in den Mund bekomme, dann habe ich das ja alles im Mund. Ja. Ist das nicht schlimm? Nein, das wird im Magen, also die werden verdaut. Eigentlich ist es zusätzliche Nahrung. Ich verdaue also, wenn ich kurz mal baden gehe, eine Menge Lebewesen. Wenn du das schluckst. Du musst ja das Wasser nicht runterschlucken. Ja, das stimmt auch wieder. Wie ist das eigentlich, wenn man, passiert ja mal, dass man zum Beispiel doll aufs Klo muss, wenn man im See ist und dann mal in den See pinkelt. Macht das den See eigentlich kaputt? Also wenn es nur einer macht im See, ist das nicht ganz so schlimm. Aber wenn im Sommer 1000 Badegäste irgendwo sind an einem Strand und pinkeln alle gleichzeitig rein, gibt es eine ganz ordentliche Gewässerbelastung. Da sind Nährstoffe drin und auch Bakterien, die damit reinkommen. Und das kann umgekehrt natürlich auch für den Menschen wieder schädlich sein, weil eben die Wasserqualität dann nicht mehr stimmt. Also mitschreiben. Wenn man mal ganz doll aufs Klo muss und baden geht, dann vielleicht doch schnell wieder raus und am Strand aufs Klo gehen. Sonst gibt es am Ende Algen und der See geht kaputt. Genau. Gut, und diese Tierchen hier, oh, da war gerade was ganz Großes. Was war das? Das ist ein großer Wasserfloh. Der ist aber wirklich groß. Ja. Aber Flöhe jucken doch. Nein, die nicht. Die nicht? Was machen die denn im Wasser? Die Wasserflöhe fressen gerne Algen und nehmen die also aus dem Gewässer auch raus. Ah, das heißt, der Wasserfloh, der soll im Wasser sein, damit das sauber hält. Richtig. Weil Algen machen das Wasser kaputt. Genau. Und er ist gleichzeitig Nahrung für Fische. Ah, okay. Und was frisst er noch so außer Algen? Leider muss man sagen, umweltbelastende Stoffe nimmt er mittlerweile auch aus, zum Beispiel Mikroplastik. Mikroplastik im Wasser wird immer mehr zum Problem. Mikro bedeutet klein. Es geht also um winzig kleine Plastikteilchen, kleiner als 5 mm. Sie gelangen auf zwei Arten ins Wasser. Erstens, Dinge aus Plastik landen in Gewässern und werden zerrieben. Zweitens, vielen Produkten, zum Beispiel bestimmten Zahnpasten oder Duschgelen, werden winzige Plastikteile beigemischt, die die Reinigungswirkung erhöhen sollen. Die gelangen dann aber über das Abwasser in die Umwelt. Das Problem ist, Plastik löst sich nicht einfach auf.
Es kann mehrere hundert Jahre überdauern und sammelt sich in der Umwelt an, vor allem im Meer. Fische fressen es mit ihrer Nahrung und so landet es auch im Essen von uns Menschen. Zurzeit können Klärwerke Mikroplastik noch nicht aus dem Wasser filtern. Was könnt ihr also tun? Schmeißt Plastikmüll immer in die entsprechenden Tonnen und benutzt besser Glas als Plastikflaschen. Recycling, also Wiederverwendung, hilft auch, die Gewässer sauber zu halten. Ich will mir einen Wasserfloh jetzt mal genauer anschauen. Oh ne, das sind ja wirklich Flöhe. Guck mal, das, was wir hier in ganz, ganz klein sehen, sieht eigentlich so aus, wenn man es vergrößert. Da habt ihr hier aber schöne kleine Haustiere. Habt ihr auch noch größere hier irgendwo? Ja, wir haben hier auch den Tomatenfisch zum Beispiel. Den Tomatenfisch? Ja. Was ist das? Ist das ein Fisch aus Tomate? Lass dich überraschen. Ja, sehr gerne. Vorher gucken wir aber mal, was Wusel und Simon eigentlich so im Studio treiben. So, fertig. Hier ist meine neueste Erfindung. Der Lärmomix 3001. Kann der auch erwärmen, zerkleinern, mixen und kochen? Wer braucht denn sowas? Der Lärmomix beseitigt den Müll im Meer. Aber er ist sehr laut dabei. Aber wo kriegen wir denn jetzt Meerwasser her, Wusel? Ach, ich werde uns einfach mit dem ganzen Studio auf den Meeresboden beamen. Für die Wissenschaft. Was? Wusel, das ist doch total gefährlich. Ach, keine Sorge. Ich habe an alles gedacht. Wow, Wusel, das ist ja toll! Mhm. Guck mal, die Fische! Mhm. Ja, und du darfst den Lärmomix jetzt an das Meerwasser anschließen. Ja. Okay. Hier? Mhm. Gott, ich bin ganz okay. So, danke. So, auf Wasserdruck wird meine Erfindung nun dreckiges Meerwasser ansaugen und den Müll mit 300.000 und einer Umdrehung in der Minute zerhäckseln und in Riesenkonfetti verwandeln. Oh. Sorry, aber ist Konfetti nicht auch irgendwie Müll? Ja, aber viel lustiger und nicht im Meer. Na dann hoffen wir mal, dass der Lärmomix funktioniert. Was? Hoffen wir mal, dass der Lärmomix funktioniert. Natürlich funktioniert der. Außer man schaltet ihn zu oft an und aus. Entschuldige, was? Außer man schaltet ihn zu oft an und aus. Mein Lärmomix. Von Luftschlangen hast du gar nichts gesagt. Ja, ich wollte dich überraschen. Zurück am Müggelsee. Ich weiß nun schon, wie Forscher die Sauberkeit von Gewässern überprüfen. Jetzt geht's darum, wie man Wasser sparen kann. Denn auch wenn die Wassermenge auf der Erde gleich bleibt, gibt es leider nicht unendlich viel sauberes Süßwasser. Aber Tomaten und Fische? Soll ich einen rausholen? Ja, klar. Gut, ich habe noch nie einen Fisch gefangen. Hallo? Lock ich die irgendwie besonders rein? Nein, einfach nein, rein? Einfach mit dem Kescher rein, einen rausfangen. Oh Gott. Leute, einer muss sich jetzt hier erbarmen. Ja, hey, komm, das ist so schnell. Ha! Ich hab drei. Super. Ich hab drei. Und jetzt? Super. Ja, da rein? Komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, alles gut. Wow, hallo. Also die sind jetzt zwar rosa, aber die sehen nicht aus wie Tomaten. Warum heißen die Tomatenfische? Die sehen überhaupt nicht aus wie Tomaten, aber der Tomatenfisch ist die Kombination von Aquakultur mit Fischen und eben einem Gewächshaus mit Tomaten. In diesem Gewächshaus schwimmen Fische fröhlich vor sich hin, werden gefüttert und müssen aufs Klo, was Fische eben so machen. Die Fischkacke im Wasser ist aber ein Superdünger.
Die Forscher gießen damit die Pflanzen. Die Tomaten bekommen also Feuchtigkeit und Nährstoffe. Und sie gedeihen prächtig. Die Pflanzen wiederum geben Wasserdampf in die Luft ab. Der wird aufgefangen und kommt als flüssiges, sauberes Wasser zurück in die Fischbecken. Der Kreislauf beginnt von neuem. Auf diese Weise spart man viel Wasser und hat am Ende leckeren Fisch und leckere Tomaten. Aber schmeckt der Fisch jetzt nach Tomate und die Tomate nach Fisch? Überhaupt nicht, weil die Pflanzen, die nehmen nur Nährstoffe auf und keine Geschmacksstoffe. Umgekehrt wäre es vielleicht ganz günstig, wenn der Fisch nach Tomate schmecken würde. Aber so muss man die Tomatensoße dann doch aus den Tomaten kochen. Kann ich mal probieren? Also den Fisch kann ich jetzt nicht probieren, aber kann ich mal so eine Tomate probieren? Na dann, probieren wir es. Bitteschön. Okay, und eine davon ist jetzt hier gezüchtet und eine ist eine ganz normale Tomate. Genau. Genau. Okay, ich mache jetzt mal den Geschmackstest. Tomate. Auch Tomate. Warte. Und? Tomatenfisch? Supermarkt. Ja, ist echt kein Unterschied. Na dann. Schmeckt beides. Ja. Also, Fische schön weitermachen. Vielen Dank, das war sehr spannend. Ja, gern. Und tschüss, Fische. Von Berlin geht's ins brandenburgische Rheinsberg. Zur Preußenquelle. Hier wird Mineralwasser in Flaschen abgefüllt. Ich bin mit Elisa verabredet und will herausfinden, was ist Mineralwasser eigentlich und wie kommt es in die Flasche? Was ich schon weiß, man muss einen Brunnen bohren. Wie tief muss man ungefähr bohren, um an Mineralwasser zu kommen? Also es ist unterschiedlich. Unser Brunnen ist 170 Meter tief. Ja. Manche Brunnen, also du bekommst schon Wasser nach 50, 60 Meter. Das ist wirklich unterschiedlich. Und umso tiefer das Wasser ist, umso sauberer ist es, kann man das ja, sagen? Ja, das kann man so sagen, ja, weil es ja durch mehrere Schichten, durch mehrere Gesteinsschichten auch muss und dadurch noch mal filtriert wird. Das heißt sauber gemacht wird. Genau. Und dadurch reichern sich auch noch mal Mineralien an. Deshalb heißt das Wasser auch Mineralwasser. Und wie alt ist dann so ein Wasser? Unser Wasser ist mehrere tausend Jahre alt. Das ist noch Wasser aus der Eiszeit. Bis vor etwa 10.000 Jahren herrschte auf der Erde eine lange Eiszeit. Dabei waren große Teile der Welt, auch das heutige Deutschland, fast komplett von einer kilometerdicken Eisschicht bedeckt. Als die schmolz, ist das Wasser natürlich auch in den Boden eingesickert. Das heißt, wenn ich jetzt hier so eine Flasche trinke, dann trinke ich Eiszeitwasser? Ja, kann man so sagen. Können wir uns mal angucken, wie das hier abgefüllt wird? Natürlich! Zum Abfüllen braucht man Flaschen. Hier kommen leergetrunkene Mehrwegglasflaschen in Kästen ins Werk zurück. Als erstes werden die alten Deckel entfernt. Maschinell. Dann müssen alle Flaschen richtig gründlich gewaschen werden. Das passiert in einer riesigen Flaschenspülmaschine. Die ist leider komplett zu, deswegen sieht man das nicht. Da kommen blitzsaubere Flaschen raus, bereit zum Neubefüllen. Oh, gewupp! Hallo Toni, Simon glaubt, dass Süßwasser trinkbar ist. Ja, stimmt doch auch. Süßwasser kann man trinken, Salzwasser kann man nicht trinken. Ach, jetzt fängst du auch noch so an. Aber wenn das so ist, habe ich gerade eine Flasche mit Süßwasser zu dir gebeamt. Trink doch mal. Okay. Wusel, was ist das? Das ist ja mega süß. Ja, das ist Süßwasser, habe ich doch gesagt, mit 50 Zuckerwürfeln. Süßwasser nennt man einfach ganz normales Trinkwasser, da ist kein Zucker drin. Ach so, dann Honig? Nein, auch nicht. Karamell? Nein. Süß doch. Ach, Wusel. Schokolade? Weiter geht's. Eine Maschine füllt die sauberen Flaschen mit frischem, tausende Jahre altem Mineralwasser. Vollautomatisch. Jede Flasche wird geblitzt. So wird überprüft, ob sie auch richtig gefüllt ist. Man will ja keine halbvolle Flasche kaufen. Mineralwasser kommt übrigens nicht mit der prickelnden Kohlensäure aus dem Brunnen. Die wird je nach Bedarf noch hinzugefügt. Am Schluss kommen die Flaschen wieder in Kisten. Bereit zum Abtransport. So, das Wasser ist fertig abgefüllt. Und schau mal, Wusel,
Es gibt eine extra Wuselquell-Edition. Müssen wir natürlich gleich mal probieren. Ja, schmeckt nach Wasser, ne? Ja. Aber sag mal, hier steht drauf 100% Bio. Richtig. Was heißt das bei Wasser? Also es heißt, wir setzen unserem Wasser nichts weiter zu, keine Zusätze, nichts. Mhm. Wir holen uns das Wasser aus unserem Boden zu uns hoch in die Firma. Dann wird nur noch Eisen und Mangan entfernt, weil Eisen ist ja zwar nicht schlecht für den Körper, aber es verfärbt halt das Wasser und das sieht halt nicht gut aus. Das heißt, das hier ist jetzt das Eiszeitwasser, das man direkt aus dem Boden bekommt. Richtig. Danke für die Führung, Elisa. Sehr gerne, Toni. Und sag mal, Wusel und Simon, seid ihr eigentlich mittlerweile im Trockenen? Sag mal, warum liegt denn hier so viel rum? Wusel, warum erfindest du denn nicht in deiner Werkstatt? Hast du das vergessen? Ich hab uns doch auf den Meeresboden gebeamt. Ohne Werkstatt. Ach ja. Und ich räume auch gleich auf. Also mit ich meine ich natürlich nicht mich, sondern... Lass mich raten. Mich? Nein, die RoboQuappen 3001, meine neueste Erfindung. Hier sind sie drin. Kleine Robotierchen, die jeden Müll auffuttern und verdauen. Und davon können sich dann andere Meerestiere ernähren. Das ist eine richtig gute Idee, super. Setz die RoboQuappen doch bitte mal in das Testbecken da. Okay. Durch Wasserkontakt werden sie nämlich eingeschaltet. So. Oh. Ja. Jetzt fehlt nur noch das Futter, also Müll. Hilf mir doch bitte mal. Oh. So, jetzt da rein. Und. Oh. Wusel, das funktioniert. Die Roboquappen fressen den ganzen Müll. Ja. Wusel? Hier kommt irgendwie Wasser rein. Oh, ups. Wohl ein Riss in der Glaskuppel, die unser Studio schützt. Ich meine, immerhin drücken 2 Kilometer Wasser auf uns. Was? So tief sind wir? Mhm. Und jetzt? Ja, beam ich uns besser wieder zurück. Moment. Sag mal, wo hast du denn den Wasser hingetan? Ich hab gar nichts. Aber der lag hier die ganze Zeit unter dem Müll. Oh. Die Roboquappen! Nicht so schlimm. Das heißt nur, dass ich uns nicht zurückbeamen kann. Ah! Simon, das heißt, dass ich uns nicht zurückbeamen kann! Und so geht's weiter. Kommen Wusel und Simon wieder vom Meeresgrund weg, auch ohne Buzzer? Und Toni verfolgt den Weg unseres Trinkwassers. Vom Wasserwerk bis zum Klärwerk. Das seht ihr in der 2. Wasserfolge von Wuselgusel und die Weltentdecker. Ihr werdet ganz ruhig und lauscht auf meine Stimme. Ich, Wuselgusel, sage euch, was ihr jetzt tut. Ihr nehmt die Computermaus in die Hand. Also, ihr drückt auf den Touchscreen. Oh, meine Güte, egal worauf ihr drückt, teilt das Video.